Einen wunderschönen guten Abend, meine lieben Freunde. Herzlich willkommen zurück hier bei mir auf dem Kanal. Schön, dass ihr immer wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge des Winterprojekts 2018. Und heute habe ich diese Tütestücke in der Hand und genau das werden wir heute verbauen. Und was das genau ist, das sage ich euch gleich. Los geht's. So, und zwar habe ich hier den originalen Factory-Sitzbankbezug für meine 300er EXC. Es ist nämlich so, dass der Sitzbankbezug, der da drauf ist, schon echt kaputt ist. Auf dem Factory-Sitzbankbezug sind anders als auf dem originalen Sitzbankbezug solche Laschen eingenäht, die sich, wenn man mit dem Po nach hinten rutscht, aufstellen und damit im Grunde genommen das Rutschen verhindern. Diese Laschen sind ein kleines bisschen anfällig dagegen, halt auszureißen, wenn so eine Fettsäcke wie ich da drauf sitzen. Und mein Kumpel Albert von Motorradersatzzelle 24 hat sich mal wieder bereit erklärt und war spendabel und hat einen Factory-Sitzbankbezug, und zwar genau den gleichen, den ich jetzt drauf habe, sondern nur in schwarz. Den hat er spendiert, diesen Sitzbankbezug, den verlinke ich euch hier natürlich auch unten in der Beschreibung, die gibt es bei Motorradersatzzelle 24. Aber genug jetzt davon, ich zeige euch jetzt, wie man den Sitzbankbezug auf einem Motorrad wechselt. Das ist ehrlich gesagt gar nicht so schwer und ihr braucht bloß drei Dinge dafür. Welche das sind, das zeige ich euch jetzt. So, und zwar ist es so, dass ihr im Grunde genommen bloß eine 8er Nuss braucht, um die Sitzbank abzubauen. Dann braucht ihr eine Spitzzange oder irgendeine andere Zange, mit der ihr die alten Klammern quasi aus der Sitzbank rausbekommt. Und dann braucht ihr noch einen Tacker, um den neuen Sitzbankbezug an der Sitzbank wieder festzutackern. Und wie man das Ganze macht, das zeige ich euch jetzt. So, und zwar starten wir damit, dass die Sitzbank mit einer M6 bzw. mit einer 8er Nuss hier befestigt ist. Und zwar von beiden Seiten, einmal auf der, einmal auf der anderen Seite. Die andere Seite habe ich schon gelöst. Ihr müsst quasi nur mit einer Verlängerung da unten rein und die Sitzbank lösen. Wenn ihr die Schraube raus habt, könnt ihr die Sitzbank nach oben hinwegziehen. Relativ einfach, also gar keine große Sache. So sieht er aus, also der neue Sitzbankbezug. Das sind hier diese Laschen, die ich meinte. Und diese Laschen hindern eben halt daran, mit dem Po von der Sitzbank zu rutschen. Das sind halt so eine extrem groben Laschen, die sind da so eingenäht. Und das Material, wie ihr seht, ist auch sehr, sehr, sehr grobkörnig. Das ist wirklich, wirklich gut. Die meisten Motocross-Hosen sind auch so gemacht, dass man, dass die Materialien zusammenpassen. Also die Motocross-Hosen haben am Po ein ganz ähnliches Material und das greift dann echt ineinander. Und was das ausmacht, dass man nicht viel auf der Sitzbank umherrutscht, das merkt ihr spätestens, wenn ihr mal einen nagelneuen Sitzbankbezug drauf habt. So, und zwar ist es jetzt so, dass diese Laschen hier, wie ihr seht, die sind hier ausgerissen. Das führt dann natürlich dazu, dass das Polster da nass wird, weil hier kann überall der Sand und der Dreck rein. Die sind hier komplett ausgerissen zum Teil. Also wirklich nicht mehr schön. Der Sitzbankbezug an sich ist halt auch schon total verkeimt und den kriegt man ja nicht mehr sauber. Hier unten reißt der übrigens auch schon auf, da wo gerade das Wasser rausläuft. Ja, ich komme gerade vom Rennen. Danach, naja, sieht das eigentlich immer so aus, dass hier überall das Wasser rausläuft. Ja. Den Sitzbankbezug, den ziehen wir jetzt hier ab, und zwar relativ einfach. Erstmal nehmen wir den schönen sauberen da weg. Und was wir jetzt machen ist, wir nehmen uns die Spitzzange und mit der Spitzzange ziehen wir jetzt die einzelnen Nadeln hier raus. Im Grunde genommen kann man aber auch an dem Sitzbankbezug selber ziehen, dann kriegt man den auch raus. Jetzt ist hier natürlich, ich meine, wir fahren Enduro, ist ja natürlich ultra viel Dreck dran. Man sollte... Meine persönliche Empfehlung, wenn ihr die abhabt, den Schaum, der da drunter ist, also der tatsächliche Sitzpolster, das solltet ihr auf jeden Fall trocknen lassen. So, ich habe jetzt also diese ganzen Nadeln hier entfernt und jetzt müsste ich rein theoretisch den Sitzbankbezug hier wunderbar abbekommen. So, da haben wir also dieses absolut eklige Teil. Das fliegt jetzt genau so, wie es ist, weg. Ja, wie ihr seht, so eine Sitzbank ist auf jeden Fall keine saubere Angelegenheit. Da ist ganz schön viel echt ekliger Dreck drunter. Klar, man schwitzt da ja auch irgendwie drin mit seinem Hintern und dann ist da viel Sand und viel Dreck und Wasser und Regen und naja, wie das halt so ist. Dementsprechend
sieht natürlich diese Arbeit da noch aus. Also das ist schon ganz schöner Dreck. Das ist echt nicht so schön, die Arbeit. Aber wie ihr gerade gesehen habt, ist das auch relativ einfach und relativ schnell gemacht. So, wenn ihr das alles sauber habt und der Schaum wieder halbwegs trocken ist, dann könnt ihr damit anfangen, den neuen Sitzbankbezug da drauf zu ziehen. Der Schaum hält im Grunde genommen nur dadurch, dass der Sitzbankbezug da drauf ist. Ich glaube, original ist das so, dass der hier noch eingeklebt wird. Deshalb sind hier noch so ein paar Klebereste zu sehen. Hier auch. Wie man jetzt aber auch wunderbar sehen kann, ist das hier auf jeden Fall auch nicht der erste Sitzbankbezug gewesen, der hier drauf war. Weil hier in dem Sitzbankschaum sind überall die Löcher von den Nadeln, die da drin waren. Das ist auf jeden Fall so nicht geplant. Ich habe jetzt hier in meinem Tacker relativ kurze Nadeln. Da könnten wir also Glück haben, dass das mit den Dingern nicht unbedingt passiert. Ich fange jetzt also damit an, im Grunde genommen erstmal den Sitzbankbezug hier drauf zu schmeißen, so dass er wieder passt. Also das ist ja auch nicht so schwer, der ist hier vorne so bloß so ein bisschen, der hat da so eine Kante und der hat hinten so eine Kante und mehr ist es ja nicht. Packt man übereinander. So, und dann bekommt man halt diesen Sitzbankbezug hier. So sieht der aus, der ist auch so ein bisschen elastisch. Und der hat hier vorne solche Kanten. Mit diesen Kanten, das heißt, die ist hier schon umgenäht. Mit diesen Kanten kann man den dann hier vorne drüber ziehen. Wenn man die Sitzbank hier vorne drüber gezogen hat, muss man hier so ein kleines bisschen Spannung aufbauen und dann zieht man das Ganze nach hinten. Das nächste, was man machen muss, ist, wenn hier genug Spannung aufgebaut ist, man also hier so richtig schön viel Druck hat, dann faltet man das hier hinten als allererstes. Das allererste, was man festtackert, ist das ganz hinten. Dadurch, dass wir hier vorne ja diese bereits abgenähten Ecken haben, können wir die also von hier aus mit relativ viel Druck nach hinten belasten. Und dann haben wir im Grunde genommen das Grobe schon mal gemacht. Also das heißt, dass wir sie hier vorne straff gezogen haben, haben es bis nach hinten festgezogen und hinten im Grunde genommen hier hinten befestigt. Ja, also hier vorne ist es schon drüber gezogen, wie ihr hier gerade seht. Das nächste, was ich jetzt mache, ist, ich übe hier also Druck aus, um das Material nach hinten zu ziehen. Wenn ihr das Ganze von vorne nach hinten zieht, dann solltet ihr darauf achten, dass dieser Schriftzug, der hier hinten drauf ist, dann auch halbwegs mittig ist. Das ist er bei mir jetzt nicht, der ist also ein Stück zu weit links. Das heißt, ich habe ein kleines bisschen was falsch gemacht. Ja, nicht schlimm. Dafür, wir sind ja normale Leute, wir können auch Fehler machen. Wir spannen das Ganze wieder. Dann habe ich hier hinten ein kleines bisschen Material über, das kann ich wieder hier hinten umlegen. Und wenn das umgelegt ist, dann gucken wir nochmal, ob dieser Bezug jetzt hier mittig ist. Und das ist er. Was so viel heißt wie, wir können das jetzt unten drunter antackern. Das ist das nächste, was wir jetzt machen. Dafür muss man im Grunde genommen den Tacker bloß entsichern und dann einmal mittig eine Nadel einstanzen. Damit ist das jetzt als allererstes mal hier gesichert. So, leider habe ich gerade festgestellt, dass in meinem Tacker nicht genug Nadeln drin sind. Das habe ich jetzt auch gerade gemerkt. Und der Schaum ist mir persönlich noch ein kleines bisschen zu nass. Deshalb trockne ich jetzt den Schaum erstmal vernünftig. Und für euch geht das Video jetzt auch an der gleichen Stelle weiter. Für mich ist das also ein neuer Tag. Ich hole neue Nadeln, trockne das Ding und dann zeige ich euch, wie wir das beziehen. Los geht's! So, meine lieben Freunde, folgendes ist noch der Fall, und zwar sieht man hier wunderbar, dass auf der Unterseite von dem Sitzbankschaum diese Klammern von dem Tacker zu lang gewesen sind bei dem letzten Sitzbankbezug. Das heißt, wir müssen jetzt kurze Klammern suchen für diese Ding hier, und das machen wir jetzt im Sonderpostenbaumarkt. So. Ja, 1 Euro. Na toll. Davon hätte man eigentlich, wahrscheinlich hätte ich gleich 5 kaufen müssen. Und wenn ich das nächste Mal irgendwas betackern muss, dann suche ich die Dinger wieder. Ich schwöre, ich habe so eine Dinger schon mal gekauft. Keine Ahnung. Wie das so ist, wenn man 1000 verschiedene Garagen und Werkstätten hat, dann sieht man immer nie durch. Ich habe so viel Werkzeug und eigentlich weiß ich genau, dass ich so ein Zeug habe und muss eigentlich nicht mal losrennen, aber ich mache es trotzdem. Gut. Genau. Los zur Garage.
so wie ihr jetzt hier wunderbar sehen könnt, du musst das jetzt ganz schön nach hier hinten ziehen und habt das dann quasi hier außen bloß einmal nach innen geklappt und dann überlappt, um es anzutackern. Das sieht dann im Grunde genommen wie folgt aus. Wenn man das so macht, dann hat man diese Lasche hier außen über. Und mit dieser Lasche kann man halt nicht besonders viel anfangen. Deshalb muss man die Lasche nach innen klappen. So. Und dann den Sitzbankbezug oben drüber ziehen. So. Und dann versuchen, das anzutackern. Das ist ja nicht so einfach. Das sieht dann so aus. Also geht halbwegs. So, dieses Ding war dann mal ein richtig schöner Fail. Wie das immer so ist mit Werkzeug. Ich habe halt irgendwie für 1 Euro Klammern gekauft und das alte Werkzeug, was ich noch hatte, benutzt. Und naja, das war dann halt eh mal nix. Ich fahre jetzt also nochmal los im Baumarkt und gucke, dass ich ein vernünftiges Werkzeug und vernünftige Klammern bekomme. Und wenn ich das gemacht habe, dann sehen wir uns gleich wieder hier. Bis gleich. So, 19,48 Euro habe ich jetzt bezahlt und zwar für 5000 Klammern super hart der Klasse A und ein Werkzeug, was mit diesen Klammern auch kompatibel ist. Das ist natürlich immer nicht so einfach, da gibt es irgendwie 1000 verschiedene Variationen. Und weil es so schön ist, Monster Energy. So, wie ihr seht, so ein bisschen geklappt hat es ja. Oder sind so 3, 4, 5, 6 Klammern sind auch drin geblieben hier vorne. Aber die da ist zum Beispiel komplett für den Arsch. Die ist gut. Und der Rest hier, die sind alle kacke. Naja, also die Klammern sind auf jeden Fall doof gewesen. Deshalb jetzt neues Werkzeug, neue Klammern. Und umso härter die Klammern sind, umso besser müssten die hier halten. Weil die hier haben sich immer einfach verbogen. Das probieren wir jetzt. So, das ist sicherlich nicht meine schönste Arbeit, aber es sieht ganz passabel aus. Also hier hinten, was ich vorhin schon erklärt habe, muss man halt nach innen klappen und dann von außen drüber. Dann sieht es auch von oben wirklich gut aus. Hier hinten, das ist wichtig, da müssen noch relativ viele Nadeln drin sein, weil nach hier hinten, also in diese Richtung, halt wirklich die Belastung relativ groß ist. Außen ist die Belastung ja nicht so krass. Trotzdem würde ich euch empfehlen, halt eh mal komplett drum zu gehen. Hier oben, naja, nicht ganz so wichtig, weil es eh umgenäht. Aber insgesamt sollte das schon fest drauf sitzen. So sieht das Ganze aus. Ja, Standard Factory, also Standard natürlich nicht, weil Factory Sitzbankbezug und der kommt jetzt aufs Moped. Hopp. Nur noch festschrauben und dann sieht der geil aus und ist wieder richtig ordentlich. Die Laschen hier sind fest, der Rest ist nicht ausgerissen und so. Wunderschön. Und was ich noch geiler finde, der ist schwarz. Mein alter Sitzbankbezug, der war ja blau, da ist er, und so ein blauer Sitzbankbezug auf einem schwarz-orangenen Motorrad fand ich jetzt nicht ganz so geil, ist aber das Original, also die kommen original für, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube so ja in der originalen Factory sind die blau, die Dinger, dementsprechend, naja, trotzdem finde ich das schwarz schon echt schön, gefällt mir persönlich echt gut, so dementsprechend ist das auch ganz gut gelaufen jetzt. War zwar ein bisschen ärgerlich mit dem Werkzeug und dass ich da nochmal extra 20 Euro ausnehmen musste für ein neues Werkzeug, aber insgesamt ja nicht schlimm, wenn ihr sowas macht. Wichtig ist, hier steht super hart drauf, das sind Edelstahl-Klammern. Warum Edelstahlklammern? Diese Billigklammern, die sind halt einfach aus Eisen, irgendein Blech halt, keine Ahnung, ein Billigzeug. Und wenn man die versucht reinzutackern, dann verbiegen die sich, weil die halt nicht hart genug sind, um durch diese unheimlich feste, harte Plastik von dieser Sitzbank, von der Sitzbank halt, die müssen ja durch diese Plastik von der Sitzbank. Genau, dementsprechend, gutes Werkzeug ist durch nichts zu ersetzen, außer durch noch besseres Werkzeug, dementsprechend habe ich wieder mal gelernt. Ich meine, das wissen wir eigentlich alle, aber ich wollte kein Geld ausgeben, deswegen gab es noch mein altes Werkzeug, das hatte ich noch, dementsprechend habe ich da jetzt nicht weiter gekauft. So, das war im Grunde genommen zum Tutorial, wie man eine Sitzbank bezieht. Relativ einfach im Grunde genommen, wenn man die Möglichkeit hat, einen originalen Sitzbankbezug zu bekommen, so wie ich. Den gibt es bei Motorradersatzteile 24, auch für eure etwas älteren KTMs, wenn ihr sowas habt, aber auch für Beta, soweit ich weiß. Dementsprechend, also die Sitzbankbezüge, die sind aber gar nicht so teuer. Für die Qualität, die da kommt, ist das schon richtig gute Zeug. Verlinke ich euch hier unten in der Beschreibung, auch das Werkzeug verlinke ich euch hier unten in der Beschreibung, macht halt am meisten Sinn. Das sollte im Grunde genommen schon gewesen sein. Vielen Dank, meine lieben Freunde, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.